für das Haus der 10.000 Pfeifen, wo sagen, eine riesengroße Auswahl an Pfeifen, okay, wie gesagt, steht ja auch dran, Haus der 10.000 Pfeifen, also Unmengen an Auswahl, alle möglichen Marken, allein schon ein riesen Regal, nur Petersen Pfeifen, ist echt nicht schlecht. Denn das Urige ist, es sind zwei Ladengeschäfte. Zuerst kommt das eine, unten ist dann noch eine Treppe runter zu einer Raucherlounge, wo ich leider aber nicht runtergegangen bin, sollte ich das nächste Mal mal machen. Und dann kommt ein anderes Geschäft und dann kommt der nächste Laden. Der ist dann halt vom Gestaltung her uriger. Ich glaube, das ist dann der erste Laden, den der Heinrich oder dessen Vater gehabt hat. Das ist vom Stil her urig, gemütlich. Oben sind zwei begehbare Humidore, auch Riesenräume. Massenweise Fotos an der Wand und echt Hammer. War jede Menge Trubel da. Ich denke mal Weihnachtszeit, da sind viele Leute, die was kaufen. Aber das hat soweit nicht so viel ausgemacht, das war nicht schlecht. Denn die Bedienung in einem doch recht kleinen Raum, ungefähr waren 5 Bedienungen waren da am Rumwuseln. Alle hatten immer irgendwie was zu tun, beraten, zeigen, Tabak vorführen und so weiter. Also das war schon mal nicht schlecht. Wenn denn irgendwo ein Problem war, dann wusste das der eine oder der andere oder letztendlich der Heinrich, der persönlich auch nochmal gewesen ist. Wo wir beim nächsten Thema wären, eigentlich wollte ich ja jetzt meine Pi-PC beenden, aber nicht so beständig wie die Änderung. Der Heinrich meinte, Mensch Junge, fahr doch mal nach Niederaußem, guck es dir mal an. Zeit ist noch da, war sogar noch jede Menge Zeit übrig. Ich wollte eigentlich spät abends in Brühl sein, ist man gerade erst 14 Uhr und hast nicht gesehen. Ja, dann werde ich jetzt mal ganz gemütlich nach Niederaußem fahren und mir das Chateau Henry angucken. Bis dann. Zum letzten Teil der Pi-PC. Das war jetzt das Chateau Henry, Pfeifen Heinrichs in Niederaußem, Bergheim. Ich muss sagen, Hammer. Wirklich Hammer. Also ein riesen Auswahl an Pfeifen, eine riesen Auswahl an Tabaken, an Zigarren, an Pfeifenutensilien auf einer großen Fläche, sehr gemütlich, Personal freundlich und zuvorkommt, man kommt rein, es dauert nicht lange, da bekommt man Kaffee angeboten, kann sich hinsetzen, oben ist noch sozusagen ein kleines Museum, Platz zum Hinsetzen, eine Lounge, auch unten auch. Es ist einfach wirklich, also das Stil, dieser Umweg über Niederaußem von Köln halt, der hat sich wirklich gelohnt, also das ist echt. Lohnt sich auf jeden Fall mit einer Reise hierher zu kommen. Das Personal ist außerdem auch geschult, kennt sich aus. Und ja, ist echt nicht schlecht. Was natürlich noch eine witzige Anekdote ist, ist halt, wie gesagt, ein Tabakladen für Rauchbedarf. Und direkt vor der Tür ist ein großer Raucher von RWE Energy, ich denke mal, das ist ein Kohlekraftwerk oder so.
da ist ein Raucher vor der Haustür. Finde ich schon mal nicht schlecht, finde ich witzig. Ja, sonst, was soll ich dazu sagen? Naja, die haben auch am Wochenende geöffnet, am Sonntag. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich gemütlich hinsetzen, auch eine Pfeife kaufen und so weiter. Ja, nicht schlecht. Also ich muss sagen, mein Portemonnaie hat sich bei mir schon beschwert. Also es hat schon so eine Beschwerde eingelegt. Es beißt schon zu, wenn ich da jetzt reingreife. Das ist echt Hammer. Aber Tesla kostet die Welt. Geld spielt keine Rolex. Das war auf jeden Fall, das war es echt wert gewesen, die Reise hierher. Und mal gucken, wenn das alles klappt und mit der Kohle gut ist nächstes Jahr, dann denke ich mal, dass ich das nochmal wiederholen werde. Also es war auch, wie gesagt, es war auch schon ziemlich schwer, jetzt keine Pfeife zu kaufen, weil da waren einige Pfeifenmodelle bei, die, ja, die war durchaus interessant für mich waren. Und es hat mich geschmerzt, sie nicht kaufen zu können. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja. Das war's soweit. Bis dann. So. Das ist das Ende meiner kleinen PC. Hier seht ihr zum Teil die Errungenschaften, die ich mir da gekauft habe. Wie gesagt, die einzelnen Tabake. Denn Probepackung. Und auch sehr lecker und sehr gut riechen. Denn bei Pfeifen Heimlich, beziehungsweise beim Haus der 10.000 Pfeifen, habe ich mir diese Brevia Pura geholt, wie ich das in Erinnerung habe, eine Bullcap. Das ist die Pfeifen oder die Peter Heinrichs Edition 50, also speziell für den Peter Heinrichs angefertigt. Gefällt mir eigentlich recht gut. Bisschen bulliger. Denken wir alle auch, die wird sich auch wohl recht kühl rauchen lassen. Dazu dann halt noch die Gang, den Automatikstopfer und jede Menge Infomaterial. Da werde ich noch einige Nachtschichten gemütlich zu lesen haben. Dann auf jeden Fall halt noch das Feuerzeug, welches ich bei Tabakpfänder gekauft habe. Ein sehr schönes Feuerzeug, ich finde. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ein bisschen klobiger, ein bisschen griffiger. Ja, das war's soweit. Das war meine PC. Ich denke mal, das werde ich durchaus wohl nochmal wiederholen. Das hat mir wirklich Spaß bereitet. Dann werde ich meine PC-Buch vielleicht etwas in den nördlichen Bereich ausdehnen. Mal sehen, was hier da noch so alles ist. Auf jeden Fall halt dann mal bei Dunpipe werde ich dann mal vorbeigucken. Den Laden auch nochmal ansehen, damit ich das, die Videos, die der Yugi da gemacht hat, die waren sehr interessant. Ja, ansonsten, jetzt haben wir Sonntag. Das Wochenende leider schon fast wieder rum. Aber das geht straight auf meinen Geburtstag zu und dann habe ich wieder frei und dann kann ich wieder ein paar Tage gemütlich genießen. Gut, wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese kleine Ansammlung von Videos Spaß gemacht. Ich habe jetzt nicht in den Läden irgendwelche Videos gemacht, weil es ist mir schon unangenehm, so in die Kamera zu reden. Also es ist mittlerweile, habe ich mich da schon halbwegs dran gewöhnt. Aber noch in den Läden, ich weiß es nicht, also das traue ich mir noch nicht so zu und ich mache da lieber vom Schaufenster ein Video und dann sonst halt außen Videos. Gut, wie gesagt, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gucken, was ich so die nächste Zeit dann nochmal weiter hochladen werde. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Stück Video, was wohl noch einige Zeit mich noch aufhalten will ich, aber wo ich dann einige Zeit von färben kann sozusagen, bevor ich wieder das nächste mache. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch noch einen angenehmen Tag oder einen angenehmen Abend. Cheerio.